Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Bundesliga-Prognose für die Saison 2017-2018. Heute geht es weiter mit dem ersten Euroleague-Teilnehmer der Saison 2017-2018 und zwar mit dem SC Freiburg. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch drüber freuen. Zunächst einmal sorry, wenn es heute ein bisschen komisch sich alles anhört. Ich war heute Nachmittag beim Zahnarzt, hatte eine leichte Betäubung, ganz leichte. Hab ziemliche Zahnschmerzen jetzt gerade, aufgrund dessen, was gemacht wurde und kann nicht richtig reden. Ich hoffe, das wird sich aber nicht ganz durchs Video durchziehen. Von daher hoffe ich, dass es kein großes Problem ist. Checkt die Videobeschreibung aus, Links zu IGVault, 6% Rabatt auf eure Coins, 4 Points, PSN und Microsoft Guthaben mit dem Code Max Gaming TV dazu. Zu OneFootball, meinem Partner für diese Serie, kostenlos auf euer Smartphone runterziehen für die neuesten Live Scores, Transfergerüchte und natürlich auch Kaderinformationen. Dazu meine Merchandise bzw. meine Social Media Links, Instagram und Twitter auf jeden Fall mal vorbeischauen. Wir kommen erstmal zum Trainerteam des SC Freiburg. Und da sich da in den letzten Jahren kaum was geändert hat, muss man da auch nicht großartig was zu sagen. Hartenbach ist weiter Sportdirektor und Christian Streich ist weiterhin der Trainer vom SC Freiburg und das macht er seit 2012 äußerst erfolgreich. Einer der sympathischen, auf dem Boden gebliebensten Trainer der ganzen Bundesliga bzw. der ganzen Fußballwelt. Sehr, sehr geiler Typ, der auch eine Menge Ahnung hat, wie er den SCF führen muss und dementsprechend absolut Luxusbesetzung für den SC Freiburg auf dieser Position. Sie haben sich auch bereits für die Europa League so halbwegs qualifiziert, beziehungsweise haben zumindest das Hinspiel gegen Domžale aus Slowenien gewonnen. Das Rückspiel steht noch an, aber mal sehen, ich denke mal, das werden sie auch irgendwie gewinnen. Ich weiß gar nicht, vielleicht wenn das Video jetzt hier schon draus ist, am 3.8. nächster Spiel am Donnerstag, ich weiß nicht, wenn das Video hier kommt, kann es sein, dass sie schon gespielt haben, kann auch sein, dass das Video heute kommt und die heute Abend spielen, ich weiß es nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die Qualifikation schaffen sollten. Zumindest also die nächste Runde. Bevor wir zum Kader kommen, beziehungsweise zur Prognose, kommen wir erstmal zu den Transfers, die der SC Freiburg diese Saison bisher gemacht hat. Und da muss man sagen, sie haben natürlich ein bisschen Probleme, was die Abgänge angeht. Zwar haben sie viel Geld eingenommen, 26,9 Millionen, aber natürlich auch Leistungsträger bis zum geht nicht mehr verloren. Und zwar immer Maximilian Philipp und Vincenzo Grifo, dazu Sebastian Kerk, Harvard Nielsen, Fabian Menig, okay, Marc Torrejon, auch den darf man nicht unterschätzen. Föhrenbach ist weggegangen zu Karlsruhe, Schleusen auch, verleihen, okay. Und Florian Niederlechner ist zurückgegangen zu Mainz. Allerdings wurde der ja direkt zurückgeholt, von daher nicht das große Problem. Und da sind wir auch schon bei den Neuzugängen. Da haben wir einmal Kaleb Stanko, der ist zurückgekommen von der Leihe von Vaduz. Dann Tim Kleindienst, kam von FC Heidenheim. Fabian Menig, den sie aber auch gleich wieder verliehen haben, beziehungsweise verkauft haben, beziehungsweise den sie weitergegeben haben, an Preußen Münster ablösefrei. Dann haben wir noch den Kollegen Florian Kahrt vom FC Magdeburg, ich kann heute nicht reden, Jonas Meffert vom KSC. Und jetzt kommen wir zu den interessanten Transfers. Philipp Lienhardt von der Castilla von Real Madrid, Bartosz Kapuczka von Leicester City, Florian Niederlechner, wie gerade angesprochen, von Mainz 05 und Pascal Stenzel für 4 Millionen von Borussia Dortmund. Ist natürlich nicht die Qualität, die sie ja quasi verloren haben durch Grifo und Philipp, aber vielleicht wird er nochmal nachgelegt. Es gibt ein paar Gerüchte. Zuletzt wurde unter anderem über Gaston Ramirez geschrieben, der allerdings auch von Leverkusen umworben ist. Ilas Bebu wurde zuletzt auch ins Gespräch gebracht, aber auch da sind namhaftere Bundesligisten dran und ansonsten sieht es zumindest, was den Markt bzw. die Bekanntheit der Spieler aussieht, nicht so gut aus. Der bekannteste wäre noch Dario Lescano, aber der bleibt wohl bei Ingolstadt und dementsprechend mal sehen, was Freiburg noch macht und ob sie noch was machen. Wir kommen zum Kader. Torwartposition: Patrick Klant, Raphael Giekiewicz, der ehemalige Wessler und Alexander Schwolo. Ja, Schwolo mittlerweile mit einem Marktwert von 4 Millionen war auch der Erfolgsgarant im Tor in der vergangenen Saison und auch der wird, denke ich mal, noch eine ganze Weile beim SC Freiburg bleiben. Ein Vertrag bis 2020 und ich glaube nicht, dass sie den abgeben werden. Ist ein guter, kann man nichts gegen sagen haben. Baumann mit dem gut ersetzt und ich denke, auf der Position haben sie überhaupt keinen Bedarf und überhaupt keine Probleme. Innenverteidigung, und da sieht es schon ein bisschen dünner aus. Georg Niedermeyer, Philipp Lienhardt, Manuel Gulde, Marc-Oliver Kempf und Chagla Syünshü sind an sich 5 Spieler, die definitiv nicht schlecht sind, aber Niedermeyer ist mittlerweile 31 Jahre alt und hat nicht mehr das Niveau, finde ich oder denke ich, um richtig in der Bundesliga mitzuhalten. Lienhardt ist ein Experiment, natürlich hat er eine Menge Potenzial, kommt aus der Castilla, wurde da gut ausgebildet, aber ob der ein großer werden wird, muss man halt auch erstmal sehen. Gulde ist zunächst mal noch erst verletzt, beziehungsweise momentan zumindest angeschlagen, gucke ich mal ganz kurz nach. Ja, Rückenproblem momentan, voraussichtliche Rückkehr am 4.9., das heißt im Bundesliga-Auftrag auch nicht dabei, ist aber ein guter, hat die letzte Saison sehr gut gemacht und Kempf und Syünshü sind beides klasse Verteidiger, aber ich sehe ein großes Problem und das sehe ich auf allen Positionen.
für den ganzen SC Freiburg. Und das ist die Doppelbelastung. Außenverteidiger, links Christian Günther, kann man nichts gegen sagen. Rechts Pascal Stenzel auch sehr stark. Dazu noch die Ersatzleute Kübler und Injowski. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten, sind solide Leute, gar keine Frage. Muss man sich nicht beschweren. Muss man aber eventuell fast noch was holen, weil für die linke Seite gibt es halt nur Günther. Ich weiß jetzt nicht, was das System ist, was Freiburg spielen möchte. Aber vielleicht kann auch irgendwie ein Kübler auch Linksverteidiger spielen. Ich weiß es nicht genau. Trotzdem so einen gelernten Linksverteidiger, das wäre doch gar nicht mal so schlecht. Zentrales Mittelfeld, das werden wir mal zusammenfassen. Amar Nicolas Höfner zusammen mit Amir Abraschi, Jonas Meffert, Julian Schuster, Kaleb Stanko, Mike Franz, Vincent Sierro und Bartosz Kapuzka, dem Neuzugang von Leicester. So, erstmal die Sechserposition, sieht ziemlich gut aus mit Höfler. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, welches System die spielen. Müsst ihr mir in die Kommentare schreiben. Vielleicht 4-1-2-1-2, ich habe keine Ahnung. Dazu Abraschi ist auch kein schlechter, definitiv nicht. Hat sich vorhin ziemlich gut gemacht. Jonas Meffert kommt vom KSC. Allerdings muss man bei dem sagen, der ist momentan verletzt, mal wieder, und kommt wahrscheinlich auch am 4.9. zurück. Wahrscheinlich ist das einfach nur so eine Pauschalmeldung und die kommen alle früher zurück, aber ich weiß es nicht. An sich war der aber auch beim KSC, fand ich jetzt persönlich nicht so krass. Julian Schuster ist ein alter Hase, aber ein ziemlich guter alter Hase, der auf jeden Fall als Kapitän eine Menge bewirken kann. Kaleb Stanko, mal sehen, was aus dem werden kann. Bei Vaduz war der, soweit ich weiß, ganz okay. Hat auch seinen Marktwert gesteigert, was auch dafür spricht mit 24 Jahren. Hat aber mit 24 halt nur einen Markt von 400.000. Also, ja, ist die große Frage, ob da wirklich irgendwie groß was gehen wird, aber als Ersatzmann, warum nicht? Mike Franz dazu, warum auch immer der plötzlich so gut geworden ist. Der war ja früher Stürmer, mittlerweile zentraler Mittelfeldspieler, das macht der Kollege Streicher ganz gerne. 2,5 Millionen Marktwert gesteigert und in der letzten Saison auch richtig stark gespielt, von daher, warum nicht? Dazu Vincent Sierro, der ist 21 Jahre alt, hat einen Marktwert von 1 Million. Vielleicht kann aus dem auch noch was Gutes werden. Ich bin gespannt, kann mir das sehr gut vorstellen, weil solche Spieler macht der FCF normalerweise. Und Kapuzka, da ist die große Frage an sich, ist er nur geliehen, aber gerade aus solchen Spielern kann Freiburg normalerweise richtig was rausholen. Und solche Spieler kann Freiburg richtig gut entwickeln. Von daher, vielleicht wird aus dem ja auch noch ein richtig großer. An sich ein guter Transfer, definitiv, und gut besetzt auf der Position. Aber im Mittelfeld weiß ich nicht, ob das alles reicht, muss ich sagen, weil gerade auch wieder wegen der Doppelbelastung. Es gibt noch das Gerücht um Lino Tempelmann, allerdings ist der 18 von 1860. Ja, Gaston Ramirez wäre halt schon ganz gut, nochmal so ein Zehner. Allerdings, ja, das war es auch schon wieder, was Gerüchte angeht, was irgendwie Mittelfeldspieler angeht. Es ist alles ein bisschen dünn, finde ich. Außenbahn, Onur Bulut, Mohamed Dreger. Dann haben wir auf der linken Seite noch Florian Kahrt. Und das war's. Also wie gesagt, Ilas Bebu ist im Gespräch an sich. Dazu beispielsweise halt eben noch ein Gaston Ramirez, der das auch spielen könnte. Cengiz Ünder, der ist allerdings auch von der Roma und ist 5 Millionen wert und ist gerade, glaube ich, erst da hingewechselt, wenn ich mich recht erinnere. Oder bin ich da jetzt irgendwie falsch informiert? Nee, der ist da gerade erst hingewechselt für 13,5 Millionen. Also, naja. Ja, Philipp Ox von Hoffenheim, der auch gut passen würde. Aber ja, das ist dünn, ne? Also, weil Kart ist, das ist, also eigentlich ist da keiner dabei, wo man sagen kann, ja, der ist richtig stark. Bulut ist nicht schlecht, aber der hat einen Außenbandriss. Ja, weiß ich nicht. Also, das ist schon. Vielleicht spielen sie wieder 4-2-2-2, so wie jetzt in der Quali halt gegen Domsale. Dann hätte man an sich eine Startelf, aber viel mehr halt auch nicht, weil da fehlen die Spieler für. Gehen wir zum Sturm. Yannick Habra, Florian Niederlechner, Nils Petersen, Tim Kleindienst und Karim Gede. Die sind ja alle halbwegs variabel, ja. Beispielsweise kann halt so ein Kleindienst auf der 10er-Position spielen, beziehungsweise zurückgezogen. Petersen ist halt Joker, ja? Aber Habra kann das auch ein bisschen zurückgezogen nach vorne drin. Halt Niederlechner noch mit dazu. Gede, der kann, das habe ich gerade schon erwähnt, glaube ich, ne, der kann das auch. Das ist aber trotzdem, das sind nur 5 Spieler. Und Gede ist verletzt momentan, muss man auch wieder dazu sagen. Lass mich raten, bis zum 4.9. nach den Informationen hier. Ja, ist richtig. Aber mir ist das alles dünn. Das sind gute Spieler. Ja, Haberer ist super. Niederlechner ist richtig, richtig stark. Petersen ist der Top-Joker schlechthin. Kleindienst entwickelt sich auch, hat sich gut gemacht bei Heidenheim. Aber das sind nicht die Stürmer, wo ich sage, ja, die reißen viel in der Bundesliga. Und auch international nicht. Und da sehe ich das große Problem, wenn sie es denn in die Europa League schaffen, was ich glaube, wovon ich ausgehe, weil die sind ein Team, das einfach viel, viel Moral hat. Aber reicht die Moral für die Bundesliga? Kommen wir zu meiner Prognose. Ich mag den SC Freiburg, ich mag den wirklich gerne. Ich mag Christian Streich, ich mag den Kader, ich mag die Fans, ich mag dieses charakteristische alte Stadion, aber ich glaube, es wird in die zweite Liga gehen. Und das ist halt auch einfach Freiburg. Freiburg ist so ein Verein, die spielen ein Jahr, die kommen hoch, spielen ein Jahr oder zwei richtig geilen Fußball, kommen irgendwie nach Europa, kein Mensch weiß wie, mit den Spielern, die sie in der zweiten Liga ausgebildet haben, dann verkaufen sie alles und gehen wieder runter. So, und so funktioniert das halt. Das ist in meinen Augen Freiburg. Und von daher, ja, wird das wahrscheinlich dieses Jahr wieder so sein. Sie werden mit dem Kader, gerade wenn sie international spielen, keinen Stich sehen in der Bundesliga. Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht überraschen sie mich komplett. Aber an sich sind sie für die Bundesliga nicht schlecht aufgestellt. Aber mittlerweile weiß man auch, wie sie spielen. Man kennt diese Spieler. Sie haben Leistungsträger verloren. Gerade zwei ganz, 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 ganz wichtige.
Und ich sehe halt einfach nicht, wie die sich in der Liga halten sollen. Ich glaube, dass einige Spieler einen richtig großen Sprung machen werden. Soyuncu wird sich weiterentwickeln, Kempf wird sich weiterentwickeln. Vielleicht ein, beispielsweise Sierro wird sich gut entwickeln. Niederlechner wird sich nochmal weiterentwickeln. Haberer definitiv. Ich sehe aber auch, dass die alle gehen werden nach der Saison. Also Lienhardt wird wahrscheinlich vielleicht sogar noch da bleiben. Oder, also der ist ja nur ein Ausgeliehener, vielleicht kann man den irgendwie halten, auch für die zweite Liga dann. Ich plane da wirklich fest, also ich sehe das fest. So, bei mir ist Freiburg 17. Ja, vor Augsburg. Vielleicht kann man so einen Lienhardt, also ganz ehrlich, wenn man nicht nach Europa kommt und Soyuncu sich so weiterentwickelt wie letztes Jahr, wird Soyuncu gehen. Kempf auch, weil Kempf ist auch eigentlich zu stark. Ein Stenzel kann man vielleicht halten, das sehe ich aber auch eher unwahrscheinlich. Ein Günther ist eigentlich auch zu stark, wenn man in die zweite Liga geht. Vielleicht hat der zu sehr Treue, aber auch der Vertrag läuft nur bis 2019. Wenn man für den Geld rausschlagen will, dann wohl nächsten Sommer, wenn er nicht verlängert. Und wenn es halt eben schlecht läuft, dann wird er nicht verlängern. Dann so ein Kapuzka geht halt auch wieder weg. Ein Sierro, gut, den kann man wahrscheinlich halten, der hat auch lange noch Vertrag. Ein Haberer, der hat auch nur Vertrag bis 2020. Ja, wenn man Geld für, oder viel Geld für den rausschlagen will, wenn er sich vor allem so weiterentwickelt, wird der im nächsten Sommer gehen. Nils Petersen hat auch nur Vertrag bis übernächstes Jahr. Das heißt, wenn man jetzt absteigt, weiß ich nicht. Und Niederlechner, gut, bis das Jahr danach. Aber wenn der sich richtig weiterentwickelt, wird das auch eng gehen. Weil ich sehe das wirklich kritisch, aber ich bin mir auch sicher, dass wenn Freiburg absteigt, die nicht untergehen werden, sondern dass wir die in einem Jahr wieder oben sehen. Weil die sind halt einfach so. Die können das. Das ist deren, ich habe das Gefühl, das ist deren Konzept und das ist auch cool so. Das finde ich nice. Und dementsprechend hoffe ich, dass ihr mich jetzt nicht irgendwie tötet für diese Prediction. Und schreibt mir eure auf jeden Fall in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und schaut bei OneFootball vorbei. Link ist in der Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann, macht's gut. Haut rein. Und ciao.